Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Replay kommentiert. Ich bin's, euer Ü30 und habe für euch meinen Panther ausgepackt. Als erstes muss ich mich mal entschuldigen für die Woche Abstinenz, die ich jetzt letzte Woche hatte. Die Erklärung dafür ist eigentlich so simpel, wie man so sein kann. Ich hatte einfach eigentlich nur Scheißrunden und deswegen keine vernünftigen Replays zustande gebracht. Das ist eigentlich die ganze Erklärung dafür. Und bevor ich euch hier Schrott hinlege, der wo langweilig ist und keiner sehen will, dann lieber gar nichts. Okay, also wie gesagt, mit dem Panther sind wir unterwegs, Stufe 7 Medium auf Malinovka. Und nicht wundern, wenn das Video jetzt vielleicht ein bisschen den Anschein eines Heavys, TD-Fahrweise haben würde, aber Mediums sind jetzt irgendwie nicht so meins und deswegen, naja, komme ich damit nicht so ganz zurecht mit den Dinger. Aber egal. Die Runde war einigermaßen vernünftig und wir sind da schon mit dem T29 beschäftigt und wollen den ein bisschen kaputt machen, was wir gerade gemacht haben. Durch ein Fenster durch, auch nicht verkehrt. Da ist schon M103. Wir sind Low Tier in diesem Gefecht, also ist eigentlich ein Stufe 9 Gefecht, Panther 7. Ole, ole. Letzter Zeit war Matchmaking eigentlich sowieso ein bisschen kacke. Andere Spieler, um es mal nett auszudrücken, haben auch nicht immer optimal gespielt, deswegen keine vernünftigen Runden. Naja, egal. Ein Kill haben wir schon gemacht, 207 Schaden haben wir schon rausgehauen. Panther ist halt nicht so das Monster, was Schaden machen angeht, also 135 Schaden macht er. Kann man ja kurz gucken, nochmal. 135 Schaden und hat einen Durchschlag von 198, also der Durchschlag, der ist schon wirklich in Ordnung auf der Stufe, aber 135 Schaden machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, 7 komme ich 9er, E75, hat 1920 HP, muss ich relativ oft drauf schießen, bis der mal weg sein sollte. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine Nachladezeit von 4 Sekunden, das gleicht das Ganze vielleicht wieder ein bisschen aus, aber nicht wirklich viel. Ich stelle mich jetzt eigentlich gerade wirklich TD-typisch auf den Busch, auf den Hügel in den Busch und gucke, was passiert. Vielleicht hätte ich ein bisschen weiter vorfahren sollen, aber irgendwie mit Mediums, wenn ich das mache, da bin ich immer gleich tot. Warum auch immer. Wahrscheinlich bin ich einfach bloß zu scheiße dafür. Aber es hilft ja nichts. Die Missionen machen sich nicht von alleine. Und deswegen müssen wir die Dinger auch mal fahren. Und war gar nicht verkehrt, die Runde. Da ist eine Sue zum Sehen. Können wir gleich 132 Schaden machen. Dürfen wir nochmal. Ah, wir haben sie böse erwischt. Und da sind schon die Gegner auf dem Berg. Und da können wir... Wir haben sie nicht mehr angekratzt. Beste Spruch überhaupt. Wieder nix. Und wieder nix. So muss es sein. M103 versteckt sich da schön hinterm Hügel, so dass man nichts machen kann. Also ein KV-4. Russischer. Eine Stufe 8 Tank, Heavy Tank. E50 ist auch schon da. Auf dem bin ich gerade am Forschen. Hoffe, dass ich da bald mal mit dem Panther und Panther 2 durch bin. Dass ich den E50 beziehungsweise halt dann letztendlich einen E50M kriege. Aber egal. Ist nicht wirklich viel hier los. Zu 152, Stura Emil, T25 AT und T25 halbe wurden noch gar nicht gespottet. Unsere Verbündeten, der T30 und der Pershing, die stehen da, versuchen zu spotten, was geht. Aber wenn keiner vorfährt und sich zeigt, dann
ist das auch ein bisschen vergeblich. T30 ist auch schon ganz schön angeschlagen. Da ist der VK4502B. Zeigt gerade schön seinen Turm, könnte man schön drauf holzen. Aber treffen tun wir nicht. Was das alles nicht mehr so einfach ist. Und probieren wir es gleich nochmal. Einer der wenigen Schwachpunkte beim VK45. Und die ISO zeigt uns schön die Seite. Und das wird uns auch gleich bedankt. Und gleich nochmal. 612 Schaden dürfte man schon anstellen. Wahnsinnig viel. T25 AT haben wir auch gleich noch Schaden gemacht. Und gleich nochmal. Haben wir jetzt genau 888 Schaden gemacht. Borsig stellt sich auch rein. Borsig versteckt sich auch hinterm Hügel. Kommen wir also nicht ran. Vielleicht ganz gut so, dass ich nicht vorgefahren bin. Borsig. T25 AT, die hätten uns beide gleich abgeschlachtet. Aber wenn wir da oben ein bisschen unterstützen wollen, dann müssen wir ein bisschen vorfahren. Hilft uns nichts. Und da ist der E50, der gerade das Weite sucht anscheinend. Und sich nicht mehr traut. Da unsere Heavys von oben relativ schön pushen. Und versuchen das ganze Gefecht auf unsere Seite zu kriegen. Ja, mal 312 Schaden mit Goldmuni vom Sturm Emil kassiert. Also der muss da auch noch irgendwo stehen. E50 zeigt sich nicht. 8:6 steht es momentan. Relativ ausgeglichen das Ganze. Viel Schaden aber noch nicht ausgeteilt. Und E50 versteckt sich schön hinterm Hügel. Weiß wahrscheinlich haargenau. Okay, da sind noch andere, die warten bloß drauf, dass ich rausfahre. So wie jetzt gerade. Und schon hat er sich wieder versteckt. Der will sich nicht zeigen. M103 ist immer noch hinter seinem Hügel versteckt. T25 halbe. Versucht gerade, sich mit dem T29 zu kabbeln. Auf der anderen Seite hat ihn auch gerade zerstört. Und da ist der sture Emil, der uns gerade noch mit Gold angeschossen hat. Und gleich nochmal, jawohl. Momentan 1403 Schaden. Und jetzt versagt gerade meine Stimme. Und da haben wir es von der Su-152 bekommen. Ohne dass wir sie gesehen haben. Da ist die Artillerie aufgegangen. Zack, kein Treffer. Und nochmal, jawohl. Da klingelt es in der Kasse. Und nochmal. Ja, wir haben sie. T30, Su-152 und ein T25 Reibe ist noch bei den Gegner da. 12:8 steht's. T25-2 oder halbe, wie auch immer. Und T30 werden wahrscheinlich gleich bei den Gegner, bei unserem Cap auftauchen. Und die Su-152 hat sich da hinterm Haus verschanzt. Und da ist auch schon der T25 Reibe. Will sich jetzt logischerweise unsere Artis und TD holen. Und da durfte man einen Schaden machen. Und gleich nochmal, und da ist er geplatzt. Und da ist auch schon der T30. Zack, und da durfte man Schaden machen. Der hat mit Sicherheit auch noch gesessen. Kann fast gar nicht anders sein. Und unsere Su wurde zerstört. Wir werden uns jetzt mal zurückbewegen und versuchen den T30 zu spotten, dass er vielleicht noch, vielleicht nicht unsere Arti zerstört. Cap war er, ist aber wieder rausgefahren. In der Hoffnung, dass die Arti
Den T-30 noch zerstören können, weil ein Zweikampf mit dem T-30 würden wir nicht überleben. Fahren jetzt mal schön durch die Senke, dass er uns vielleicht nicht gleich spotten tut. Naja, anscheinend versteckt er sich relativ gut. Oder er hat eine gute Mannschaft mit Tarnung drauf. 2211 Schaden haben wir gemacht. Recht viel mehr kann es nicht mehr werden, da ja bloß noch der T-30 da ist. Und der noch, ja okay, 1217 HP hat er noch. Und da ist er auch schon. Hat Gott sei Dank daneben gesammelt, 1104 hat er. Und da sind wir dann vielleicht ein bisschen übermütig. Probieren zu viel. Jetzt versteckt er sich hinterm Haus. Tun das Haus wegschießen. Was vielleicht nicht so optimal ist. Und jetzt ist er noch zugegangen. Und da hat er uns zerstört. Wollen wir mal den anderen mal zugucken. Also geht nicht. Warum geht es eigentlich nicht? Und da ist es auch schon vorbei, weil sie durchgekappt haben. Okay, also wie gesagt, zum Schluss ein bisschen übermütig geworden, aber was soll der Geiz? Okay, dann schauen wir uns noch das Ganze in den Stats an, was dabei so rumgekommen ist. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Ein Sieg, logischerweise. Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse haben wir bekommen. Wirkungsfeuer haben wir gemacht und einen Schläger haben wir bekommen. Also wie gesagt, nicht allzu viel, aber ich wollte ja mal ein bisschen was anderes wie Heavys und TDs zeigen. Wir haben den zweitmeisten Schaden gemacht, wohlgemerkt in einem 9er Gefecht haben wir den zweitmeisten Schaden mit einem Tierstufe 7 Panzer gemacht. Einzige, was besser war, war der E75. Und das soll schon was heißen, wie gut das unser Team war. Gewonnen haben wir zwar, aber man hätte ein bisschen mehr Schaden sehen können. 36 Schuss haben wir abgegeben, 24 Treffer, 19 haben durchschlagen und eigentlich ist es ja fast ein bisschen peinlich. 2324 Schaden haben wir über 300 Meter Entfernung gemacht. Also war vielleicht ein bisschen feige das Ganze, aber gut. Anders funktioniert das bei mir mit den Mates nicht. 3 Treffer haben wir erhalten und 3 sind auch durchgegangen. 9 haben wir beschädigt, 3 haben wir zerstört, 365 Schaden haben wir ermöglicht. Und 2 Verteidigungspunkte haben wir kassiert. Wow. Nach Abzug aller Kosten sind uns dann 22.984 Credits übrig geblieben. So, da ist die Runde auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr fandet es nicht ganz so langweilig, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich wollte euch einfach mal ein bisschen was anderes zeigen. Als TDs und Heavys, die mir einfach am besten liegen. Vielleicht noch ein bisschen Arty, aber da hatte ich bis jetzt auch noch keine sonderlich gute Runde dabei. Außer vielleicht mal mit dem 4B, aber mit dem fahre ich zum momentan nicht. Da der für die Aufträge nicht mehr nehmen kann. Für die Stuckgänger noch, für den T28 jetzt nicht mehr. Und deswegen versauert der gerade so ein bisschen in der Garage. Aber was soll's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und würde mich auch riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder bei mir einschaltet. Also macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.